Spiel der Frauen. Südbadens Doppelpass Bezirks Pokalfinale 2013. Freiburg-Sandhorn gegen den SC Eichstätten. Im Finale der beiden Top-Teams der Bezirksliga Freiburg ging der neue Meister FC Freiburg-Sankt-Georgen bereits nach 10 Minuten durch Maren Lang mit 1:0 in Führung. Die Kaiserschülerinnen waren jedoch nur kurz geschockt und glichen nach 24 Minuten durch Jessica Herter aus. Weitere Tore wollten in der ersten Halbzeit nicht mehr fallen. In der zweiten Hälfte stellte man sich bereits auf ein Elfmeterschießen ein, als die kurz zuvor eingewechselte Svenja Höflin in der 82. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielen konnte. Dies war auch gleichzeitig der Endstand. Übrigens gewann der SC Eichstätten 2002 letztes Mal den Bezirkspokal, wobei auch die Mutter von Jessica Herter mitspielte. Was ist eigentlich toll? Ein Gutschein 400 Euro vom Team Sport Kohl. Danke, Ralf Kohl. Und jetzt natürlich, auf der Warte schon lange, den Pokal Südbahn. Das erste Finale im Südbahns Doppelpass der Frauen ist gespielt vor neuer Zuschauerrekord von 750 Zuschauern. Im Bezirksliga-Duell stand sich gegenüber SC Eichstätten der Meister FC Freiburg St. Georgen. Es gewann der Tabellenzweiter SC Eichstätten. Bei mir nun Andreas Bechtold vom unterlegenen St. George. Die Enttäuschung sieht man ein bisschen an. Aber ein Spiel auf Augenhöhe, oder? Ja, wie ich es vorausgesagt habe, beide Mannschaften eigentlich. Meine Mannschaft war brutal nervös in der ersten Halbzeit, das hat man gemerkt. Einzelne Spielerinnen sind nicht so gut reingekommen. In der Halbzeit dann ein bisschen aufgewacht, zweite Halbzeit war besser. Dann wollte man es auch in der ersten 90 Minuten entscheiden, nicht aufs Elfmeterschießen verlassen, habe dadurch intern ein bisschen umgestellt. Zweimal, mit dem zweiten Mal Umstellung kriegt man dann gerade das Gegentor. Lag aber nicht daran, wir haben bei beiden Toren dann sind wir schlecht gestanden, haben es selber schlecht gespielt in der Rückwärtsbewegung. Und nach vorne leider haben wir es nicht ganz geschafft, Spielanteil, was man mehr hatte, in Großchance oder Chance umzumünzen. Der letzte Pass hat gefehlt in der Konsequenz und auch Schüsse aus der zweiten Reihe, wo man gehabt habe, eigentlich mit guten Leuten auch. Aber war auch nicht so die Konzentration, die letzte Konsequenz dann. Ja. Aber es war eine tolle Kulisse hier, 750 Zuschauer, das muss einem Spaß machen, trotz der Niederlage jetzt, oder? Super war es jetzt, neue Rekordkulisse, ja. Beide Damen. Ja, ja. Ja, super. Also ich habe nur gehört, 750, Wahnsinn. Ich habe meine Mädels ja ein bisschen was erzählen müssen, obwohl ich es auch nicht genau weiß, wie es wird. Aber ich habe nur gesagt, es gibt einen neuen Rekord und das dann habe ich ein bisschen lieben müssen, dass es tatsächlich so wird. Wahnsinn. Okay, dann noch eine schöne Feier, wir sehen uns am 2. Danke, ja. Wir feiern auf jeden Fall trotzdem. Alles genau. Gute, danke. Ja, tschüss. So, von Andreas Bechtold vom unterlegenen FC Freiburg St. Georgen kommen wir zu den glücklichen Sieger SC Eichstätten. Ja, bei mir nun die Trainer Holger Thiel und Lothar Zengerle, wie es gehört, championmäßig im Anzug. Zunächst herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, es kann ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und es ist eins geworden, oder? Es ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, muss man ganz klar sagen. Freiburg St. Georgen war ein ganz, ganz klasse Gegner und wir haben sicherlich auch unser Bestes getan und haben dann auch natürlich, sagen wir mal, unsere Tore gemacht. Wenig Chancen gehabt, aber die Tore, die haben wir gemacht und das war spielentscheidend. Für mich auch noch spielentscheidend war, dass wir halt auch die Angriffsbemühungen von Freiburg St. Georgen, die hatten wir einigermaßen gut im Griff, sodass unsere Abwehr wirklich ein dickes Kompliment verdient und sicherlich auch einen großen Anteil am Sieg beigetragen hat. Und natürlich, Holger, es hat endlich geklappt im dritten Anlauf. Der Sieg ist unter Dach und Fach. Da brauche ich fragen, ob du glücklich und stolz bist. Es ist unbeschreiblich. Ich kann das gar nicht beschreiben in Worte. Es ist der dritte Anlauf und mit der Mannschaft, mit der Supertruppe, alles hat funktioniert und ich bin überglücklich und heute wird richtig gefeiert. Und dann haben wir eine neue Rekordkulisse, war nicht unbedingt zu erwarten, 750 Zuschauer. Da macht es doch den Mädels Spaß zum Spiel, oder? Absolut, das ist also genau die richtige Kulisse für auch so ein Spiel.
weil auch die Frauen und auch der Frauenfußball hat so eine Kulisse absolut verdient. Und wenn man das Spiel gesehen hat, ich glaube, man hat ein ansehnliches Spiel gesehen, man hat wirklich gesehen, dass die Mädels zwischenzeitlich auch Fußball spielen können. Und das wird auch sich mit Sicherheit noch weiterentwickeln. Und ich möchte auch heute mal ein ganz herzliches Dankeschön an meinen Freund Holger sagen. Letztes Mal hat er es getan, heute tue ich es. Okay, und wirklich tänzlich dann mit der Einwechslung auch noch. Absolut, das war absolut, das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe vorher noch zu ihr gesagt, gehst jetzt rein, machst das Tor. Und genau so ist es gekommen. Ja. Okay, ich wünsche euch eine schöne Feier. Mal hören, was die Torschützen zu sagen hat. Alles danke, alles danke. Gute. So, letzte Gesprächsrunde nun hier, die übrigens Kapitänin Caroline Leubrand, gell, oder? Konstanze Leubrand. Konstanze Leubrand und die Torschützin des Tages. Genau nochmal. Svenja Höfling. Höfling, ja. Tolle Sache heute, tolle Kulisse zu spielen, oder? Ja, wirklich toll. Also man kann dazu nur sagen, das ist Taglab unseres Lebens. Ja. Das Tor unseres Lebens. Und du bist reingekommen, schießt das Siegtor. Das ist eine spezielle Sache, oder? Ja, ich kann es selber noch nicht fassen. Ja, also ich wünsche Ihnen noch eine schöne Feier. Man sieht sich. Tschüss. Dankeschön.